It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, 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 da. You know I'm hopping with the D.R.E. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von OMSI 2, der OMSI Bus Simulator. Heute auf der Stadt Bremen, Bremen Nord oder besser gesagt Bremen Hafen City hier, das DLC. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute wollen wir mal die Linie 6 fahren und heute mal mit einem ganz anderen Bus, Leute. Ihr könnt vielleicht was lesen. Diese elektrische Hybridbus. Ja, es ist jetzt dieser elektrischer. Also ist glaube ich ein beides. Beides Format. Wir fahren glaube ich jetzt mal die elektrische Variante und wir haben hier auch schön. Ja, das Wappen von Hamburg ist glaube ich ein Hamburger Bus. Hier könnt ihr sehen, ist ein Hamburger Bus. Aber was der bei Bremen fährt, keine Ahnung. Normalerweise habe ich auch nicht das Ticket für Bremen drin, also das, die Hofdatei, aber scheiß drauf, solange es klappt. Also. Das wird euch überraschen hier. Der ist glaube ich neu drinnen, nämlich der Bus. Und ja, das mag man nicht. Aber dafür hat das hier anscheinend ein Radio, was aber nicht funktioniert. Ja, scheiß drauf. Daran gewöhnt man sich schon. Ja, wir fahren heute Linie 6 Richtung auf dem Sande. Ja, wir fahren in 28 Minuten los. Das muss man ein bisschen ver. Kürzen. Sag mal, bist du deppert? Ernsthaft, bist du deppert? Bist du deppert? Ja. Ich stehe ja nur, Kollege. Nee, nee, da wird man nicht mehr. 18 Minuten haben wir minus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So. 2 Minuten noch, können wir 1 Minute mehr machen. So, und dann ist für uns nämlich jeden Moment Abfahrt. So. Und der lässt sich ganz einfach betätigen. Man muss gar nicht mehr das Zündschloss an- und ausmachen. Man kann einfach nur Gas geben. Und das ist richtig geil gemacht. Er lässt sich ziemlich schwer fahren. Ich habe das einmal probiert, da bin ich hängen geblieben. Ja. Und man muss bremsen, um die Haltedings loszumachen. Ja, jetzt will er nicht. Er will nicht. Jetzt will er. Perfekt. Jetzt will er. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass das hier klappt. Also er lässt sich ziemlich schwer und komisch bremsen und beschleunigen. Ich weiß nicht, ob das alle Elektrobusse so haben, aber bei denen ist das auf jeden Fall so. So, kommt rein hier, bleibt nicht draußen. Somit erspart ihr mir auf jeden Fall eine lange, lange Anreise. So, wir fahren gleich los. Ja, das sieht gut aus. Das sieht ja alles gut aus. Wir fahren gleich los. Wir machen schon mal die Türen dicht. So, wo es lang geht, weiß ich nicht, aber uns wird schon geführt werden. Keine Sorge, das überleben wir schon, würde ich mal sagen. Und hier gibt es normalerweise keine Ansagen, deswegen wird euch gleich wundern, was passiert. Jedenfalls habe ich bisher noch genau das. Das habe ich noch nie gehört. Leute, ich habe noch nie in Bremen Nord ansagen gehört. Ohne Scheiß jetzt. Wenn ihr es gehört habt, dann schreibt mir mal bitte in den Kommentaren. Aber ich habe es noch nie gehört, dass es in Bremen Nord Ansagen gibt. Und Leute, in meiner Videobeschreibung könnt ihr nachher reinschauen. Ich habe nämlich einen neuen PC, dort findet ihr die Einzelteile und wo ich ihn gekauft habe, falls ihr ihn auch haben wollt. Was ich zwar nicht glaube, aber ihr könnt da mal nachschauen dann. So, wir müssen rechts lang, wenn ich das so richtig verstehe. Ja.
In meinem neuen PC ist deutlich bessere Teile drin. Also ihr könnt euch auch FIFA Streams und allen drum und dran, GTA Streams, sehr sehr freuen. Zumindest glaube ich, dass das mein PC packen wird. Wenn nicht, habe ich echt gearscht, da habe ich euch jetzt was Falsches erzählt. Aber normal sollte das nicht so sein. Und ihr wisst, neuer PC und es laggt immer noch. Somit heißt es, genau Leute, es ist Omni 2. So, der möchte was haben. Bitte schön. Für dich auch. Ja, für dich auch. Gib her. So. Tür dicht. Tür scheint dicht zu sein. Fahr. Sag mal, was wird das denn hier? Fahr. Jetzt. Manchmal will er nicht. Es ist ziemlich komisch bei dem Bus, aber manchmal will er nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mit dem Bus so fahren soll. Weil ich kann das gar nicht abschätzen. Kann gar nicht die Entfernung einschätzen, Leute. Das leckt, liegt einfach an dem neuen Bus hier anscheinend, der nicht für die Karte geeignet ist, und ja, an Bremen Nord oder besser gesagt an Omni 2. So, wir müssen jetzt davon rechts. Auch so auf ersten Blick sieht das aus wie eine Straßenbahn, Leute. Oder sagt, seid mal ehrlich, wenn ich so recht hinschaue, sieht das auf den ersten Blick aus wie eine Straßenbahn. Hört sich auch erst so an. Bis der kommt, bin ich weg. So. So. Kommt rein. Ja, Christa, bitteschön. Christe, bitteschön. So. Ja, wir sind noch ziemlich gut dran. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir mit dem Bus gut dran sind, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl ich gar nicht traue, mit dem Bus eigentlich zu fahren oder besser gesagt, mich überhaupt zu beschleunigen. Und kann mir jemand vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt die richtigen Ansagen von Bremen Nord sind? Weil ich habe bisher noch nie, wirklich noch nie Ansagen gehört. Echt jetzt, das höre ich nämlich zum ersten Mal Ansagen. Wenn es genauso ergeht, kann ja mal unten in die Kommentare schreiben, weil mich würde das echt interessieren, ob da wirklich hierzu Ansagen gehören oder ob das jetzt einfach so ein Fehler von mir ist. Ja, Fehler würde ich nicht sagen. Einfach so ein Leak ist, keine Ahnung. So, kommt rein, lasst es nicht bleiben. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, bekommst du, bitteschön. Danke. Einmal gesagt bereit. Ja, bitteschön. Immer dieses Kleingeld, ich hasse es. Ich hasse Leute, die mit Kleingeld zu spielen. Ihr wollt auch meinen Zeitplan durcheinander bringen, ne? Meine Güte. So, weiter geht's. Wir sind noch ziemlich gut dran.
Bremen-Nord ist ja ein DEC, genauso wie Gladbeck und was gibt es noch hier für DECs, was ich noch habe? Es gibt da auf jeden Fall noch eins. Gibt da auf jeden Fall noch eins, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht welches. Aber immer DECs, die sind so performance-aufwendig. Die Freeware-Karten kriegen das alle besser hin als die DECs. Finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Um es mal so zu sagen. Einmal vom Gesamtbereich. Bitteschön, oh. Gesamtbereich, bitteschön. Geht durch. So. Bisher wollte noch keiner aussteigen. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das Teil, ob das hier Teil Elektro ist und Teil Diesel oder ich meine, dass das beides hier gerade fährt oder dass es wirklich nur, wenn zum Beispiel Elektro leer ist, dass wir dann Diesel benutzen oder dass wirklich nur auf eine Sache bezogen ist oder beides. Ich habe da echt keine Ahnung gerade. Das beschäftigt mich jetzt schon die ganze Zeit. Wir bleiben stehen. So, perfekt. Guten Tag. Möchtest du irgendwas von mir schützen? So, wir sind ziemlich gut dran. 40, ja. 40 einmal minus. Ja, da müssen wir eigentlich warten ein bisschen. Ja. Weiter geht es. Oh, das war das Ton, dass jemand raus möchte. Nächste Haltestelle, Adlerhofstraße. So, das sieht ganz gut aus, was wir heute machen. Leckt es ein bisschen. Jetzt haben sie zwei Leute. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich bekomme manchmal wirklich selber Augenkrebs davon. So, kommt rein. Bleibt nicht draußen. Kommt alle rein. Bitteschön, Kleiner. Bekommst du. Bitteschön. Danke. Oh, sehr nett und freundlich heute alle. Keiner hat gemeckert. Das finde ich super. Und schon wieder haben wir das gleiche Problem, Leute. Ah, jetzt macht das. So, und Vollgas. Keiner warm. Wieder jemand raus. Es wird jetzt wieder mehr auf meinen Kanal kommen, Leute. Es liegt einfach daran, mein PC war jetzt weg. Ich habe einen neuen gekauft und der ist einfach dreimal besser als mein alter und jetzt wollen wir halt wieder durchstarten mit Videos, ne? Und vor allen Dingen Livestreams und viel mehr gibt es bald wieder zu sehen auf meinem Kanal, weil ich wollte nie mit YouTube aufhören, ich habe es auch nie getan, aber ich finde es voll cool, dass ich während ich weg war einfach mehr Abonnenten bekommen habe als während ich da war. Ja, bitteschön, bekommst du. Bitteschön, du auch.
können wir weiter. Wie gut ist, dass wir weiter können.